Vor 3 Monaten geschah der grausame Angriff der Terrororganisation Hamas in Israel. Seitdem herrscht Krieg in Nahost und auch das Leid der Menschen in Gaza ist unermesslich. Auch Israels Ministerpräsident Netanyahu steht seitdem unter Druck und der steigt. Die umstrittene Justizreform wurde beispielsweise gekippt. Noch immer gibt es aber zahlreiche Geiseln in Gaza. Deshalb fragen wir, wie ist eigentlich die Stimmung unter der Bevölkerung? Darüber spreche ich jetzt mit Uriel Kashi, Touristenführer in Jerusalem. Herzlich willkommen hier bei uns in Cosmo. Ja, hallo aus Jerusalem. Ja, was ist denn das zentrale Thema oder was sind die Themen, die die Menschen aktuell in Israel umtreiben? Ja, vor dem 7. Oktober, wie du gesagt hast, gingen wirklich Zehntausende von Menschen jede Woche auf die Straße, um gegen diese Justizreform zu protestieren. Und denen fällt jetzt erstmal ein Stein vom Herzen, weil diese Reform hätte ja die demokratische Gewaltenteilung, die Unabhängigkeit der Justiz sehr geschwächt. Dennoch, das zentrale Thema ist natürlich der Konflikt mit der Hamas im Gazastreifen. Die Brutalität dieser Angriffe vom 7. Oktober, die über 1200 Toten, die Vergewaltigung, das ist immer noch sehr, sehr präsent in den Köpfen. Du hast erwähnt, 136 Geiseln werden noch im Gazastreifen gefangen gehalten aus Israel. Um die macht man sich große Sorgen und es fliegen auch immer noch weiter Raketen aus dem Gazastreifen auf Israel täglich. Und vor allem droht jetzt auch eine neue Eskalation durch die Tötung vom Hamas-Führer in Beirut und dem Anschlag in Iran. Stehen die Israelis denn noch geschlossen zusammen oder sind sie kriegsmüde? Ja, dieser Salah al-Ruri, so hieß der, der war Vizeleiter des Politbüros der Hamas. Der galt als einer der meistgesuchten Terroristen weltweit. Dem verdankt die Hamas die Kontakte zu den iranischen Revolutionsgarden, damit sehr, sehr viel Geld, Ausbildung, Waffenlieferungen aus dem Iran. Uns wäre lieber gewesen, wenn der Libanon den einfach ausgeliefert hätte, aber man ist ja nicht wirklich traurig darüber, dass er nicht mehr am Leben ist. Seit dem 7. Oktober gab es aber also auch schon davor über 1000 Raketen vom Libanon aus auf Israel. Unter normalen Umständen hätte das schon zu einem viel, viel größeren Konflikt geführt. Israel reagiert sehr zurückhaltend. Man versucht eine Deeskalation. Aber wir haben jetzt erlebt, heute war das 40 Raketen aus dem Libanon auf Israel. Das heißt, die Eskalation macht uns immer noch sehr große Sorgen, weil ein Krieg gegen die Hisbollah, das würde Tausende von Todesopfern auf beider Seite fordern und wir hoffen sehr, dass es nicht zu diesem Szenario kommen wird. Und nochmal zusammenfassend, abschließend, es gibt viele junge Israelis, die an der Front sind oder noch in den Krieg ziehen müssen. Vorher waren sie beispielsweise in Protestbewegungen aktiv. Wie ist die Stimmung bei denen? Die Israelis unterscheiden sehr deutlich zwischen der Regierung, die sehr, sehr an Unterstützung verloren hat, und dem Krieg gegen die Terrororganisation Hamas, wo die große Mehrheit immer noch sagt, das ist überlebensnotwendig, das ist gerecht, das ist richtig, dass wir diesen Krieg führen müssen. Nach dem 7. Oktober wurden insgesamt 300.000 Reservisten eingezogen. Das sind oft junge Menschen, die sind eigentlich mitten im Studium, die haben vielleicht gerade eine Familie gegründet, die versuchen, sich eine berufliche Existenz auszubauen. Und die wurden aus diesem Krieg vollkommen aus ihrem Alltag gerissen. Und wenn die jetzt gerade wieder nach Hause kommen, nach 90 Tagen, und merken, dass sie zu Hause eigentlich auch gebraucht werden, dann ist es für sie eine sehr, sehr große Herausforderung. Ich würde trotzdem sagen, dass die Motivation, das Pflichtgefühl dieser Reservisten immer noch ziemlich stabil ist. Aber es gibt so die ersten Risse und die Politik muss hoffentlich bald Wege finden, damit die jungen Israelis wieder ihrem Alltag nachgehen können wie vor dem Krieg. Sagt Uriel Kashi, Touristenführer in Jerusalem. Und du hältst auch einen Vortrag in Bremen und zwar im Cocoon am 14. Januar, richtig? Genau, richtig. 18 Uhr im Cocoon am 14. Januar. Da gibt es noch viele Hintergründe und Informationen. Ich freue mich, wenn da noch viele kommen werden. So wird es sein. Ich danke dir für das Gespräch hier bei uns in Cosmo. Vielen Dank zurück.